Na, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um Artyom. Zwar wurde mir auf YouTube ein Video empfohlen mit über 30.000 Klicks. Ich dachte mir, hey, ich gucke mir das Video mal an, auch wenn das Thumbnail sowie der Titel irrelevant erschien. Im Titel stand drin, sie gibt mir ihre Nummer, oh mein Gott, ich kann es einfach nicht glauben. Die Frage, die ich mir stelle, hey, wer ist sie? Sie muss ja ziemlich hübsch und relevant sein. Like, wer bist du? Und dann habe ich einen Blick auf Thumbnail geworfen und konnte leider keine relevante Person entdecken. Weißt du, was mich viel mehr interessiert? Was denn? Bist du glücklich oder vergeben? Und dann dachte ich mir, gucke ich mir das Like- und Dislike-Verhältnis an, denn schließlich können die Likes und Dislikes ja nicht lügen und hey, 3000 Likes zu 66 Dislikes, das Video muss ja etwas Gutes haben. Gucken wir uns das mal gemeinsam an. Leute, willkommen zu einem neuen Daily Vlog von mir und heute wird's wieder geisteskrank. Und zwar gehe ich gerade wieder runter zu Henry und wir machen heute einen krassen Daily Vlog. Soweit so gut, er macht einen Daily Vlog mit etwas sehr krassem, was er weiß, aber noch nicht sagen möchte. Yo, du drehst auch krass. Natürlich dreh ich. Ja. Ich hatte mal 4 Kekse und hab einen gegessen, da hatte ich bloß noch 3. Nach dieser intellektuellen Frage geht das Video auch weiter. Fragen? Was ist los? Hä? Wen könnte der liebe Artyom jetzt nur gesehen haben? Ich bin gespannt. Was? Das ist ein Mädchen, welches er angeblich vorher noch nie gesehen hat und reagiert so, als hätte er das erste Mal so ein Individuum überhaupt gesehen in seinem Leben. Du ein Drecksgeschwätz! Das ist kein Drecksgeschwätz. Das ist Drecksgeschwätz. Um das Video jetzt schon zusammenzufassen, es passiert leider nichts Relevantes mehr. Im Gegenteil, das Video geht genauso wie weiter wie in den vorherigen 4-5 Sekunden. Aber erinnert euch diese Perspektive mit dieser schwarzen Couch auch nicht an ein gewisses Video, eine gewisse Videoreihe auf einem gewissen Portal? Jedoch soll es in diesem Video nicht nur um dieses eine Video von ihm gehen, sondern um seinen Kanal. Er hat angefangen mit Straßenumfragen, welche damals im Trend waren, und hat mit dem ein oder anderen Video eine große Reichweite angesprochen. Dann ging es weiter mit 0815 Content, mit Challenges, Fake Pranks und so weiter. Er hat gesehen, hey, das läuft nicht, was könnte jetzt auf YouTube gut ankommen? Und tada! Er macht das V-Skills-Konzept. Ihr denkt euch jetzt, hey, was ist das V-Skills-Konzept? Ganz einfach, ihr holt einfach irgendein weibliches Objekt. Das klang ziemlich hart. Ihr holt einfach irgendein Mädchen in eure Videos, das einigermaßen hübsch aussieht und die ganzen notgeilen Jungs klinken da schon rauf. Hä? Ich persönlich verstehe nicht, warum dieses Konzept wirklich aufgeht, weil es gibt genug andere Portale, um, sag ich mal, attraktive Mädchen zu sehen. Okay. Und abgesehen davon verstehe ich auch nicht, warum man sich bewusst Fake-Pranks oder gestellte Szenen reinzieht. Seine Namen nach. Und das auch noch liked und supportet, ich kann es mir einfach nicht erklären. Aber hey, bei den Prank-Bros hat es auch funktioniert und es funktioniert immer noch. Und daher kann man wirklich nichts dazu sagen, außer... Sie sind geistig behindert. Und das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Checkt doch gerne meine anderen Videos. Bis zum nächsten Mal.